Da komme ich wohl nicht rauf. Es sei denn... Ah, okay, diesmal geht's wirklich nicht. Ey, was kann ich denn überhaupt hier machen? Ach so, oh, bin ich doof. Okay, man kommt hier schon rauf, nur wenn man es richtig macht, aber... So, dann kommen wir hier hin. Mal schauen. Oh, ich muss wieder sowas machen. Okay. Nur diesmal ein Komplex, okay. Gegen den haben wir noch gar nicht gekämpft. Erstaunlicherweise. Was haben wir denn hier? Items. Ich will Items. Yeah. Ich meine, wozu kann man in diesem Schloss noch viel Geld sammeln? Es muss ja irgendwie damit zusammenhängen, dass man irgendwo noch einkaufen gehen müsste, theoretisch. Okay. Alles gut. Dann habe ich nichts gesagt, wenn man da doch wieder landet. So, wie ging denn das hier jetzt? Achso, die gehen schon von Anfang an kaputt. Oh, ein bisschen zu spät. Ey, was? Achso. Und den dann hoch, richtig? Oder alle? Soll ich einfach alle drücken? Wie ist das denn da hingekommen? Ah, das sind unsichtbare Blöcke, oder? Au, wie mies. Okay. So geht das. Eigentlich, aber irgendwie wertet das Spiel das gerade nicht. Ey, wertet doch mal, dass das passiert hier gerade. Ich verstehe das nicht. Also ich hab's an sich ja richtig gemacht, aber... Oder etwa nicht? Die gehen doch rüber. Ist das nicht das, was passieren soll? Oder... Was jetzt? Ja, okay, dem Spiel ist das scheißegal, dass ich das mache. Aber vielleicht muss ich danach noch mehr machen oder so. Ah, okay, gut. Das ist... Dann ist das logisch, dann habe ich auch nichts gesagt. Kamek-Blöcke, Moment. Wieso können wir das? Der hat gar keinen Zauber gemacht, aber was soll's. Ich glaube, das ist dann wieder so eine Zurück-zum-Anfang-Tür oder so. Yeah. Vielleicht den letzten nicht. Vielleicht den in der Mitte nicht. Okay. Scheint zu klappen. Ah, ich will jetzt nicht gegen dich kämpfen. Ich weiß jetzt noch nicht genau, was ich hier noch machen muss. Oh, ich bin hier ein bisschen gefährlich. Okay. Vielleicht mal auf die andere Seite, wenn es die Gelegenheit zulässt. Also hier gab es ja noch irgendwie voll noch mehr Türen irgendwie. Also eigentlich müssen die hier noch rauskommen, aber das haben sie noch nicht. Oder sind sie noch nicht? Also gucken wir mal, was auf der anderen Seite so ist. Ja, ist ein großes Schloss. Gibt es viel zu machen, aber damit habe ich ja gerechnet. Also ist ein Bowser-Schloss. Sieht sich so, dass man hier in 2 Minuten durch ist. Hier sitzt man eine ganze Weile halt. So, das heißt, hier kommen sie dann weiter. Okay. Ich glaube nur, ich bin auf der falschen Seite gerade. Kann das sein? Oh, sieht sehr danach aus, dass ich hier falsch bin. Okay, da müssen wir kurz in die andere Tür rein. Und dann mal weiterschauen. Frage. Die Frage ist jetzt nur, wie komme ich auf die andere Seite? Moment. Nein, ich bin nicht wieder zurück. Moment. Von da nach da, aber das habe ich nicht geschafft. Also hier oben war der Weg irgendwie zu. Das heißt, meine Idee wäre eigentlich von... Okay, wir gucken nochmal, ob ich da irgendwas übersehen habe an Wegen. Dass ich irgendwie da hoch auf die Plattform komme, aber das schaffe ich wohl nicht. Ui, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Scheiße. Mist. Muss ich vielleicht doch nochmal dahin, wo ich eben war? Dann abgehauen bin? Ja. Beste Nummer gerade für mich. Okay, wir schauen mal. Was war denn rechts nochmal?
Das habe ich auch vergessen. Ach ne, hier waren ja nur, stimmt, hier waren nur Bohnen, hier war nix. Ah, Mann, wieso passiert mir das jedes Mal wieder? So, ach, shit. Oh, nein, nein, nein. Ah. Okay, wir laufen einen Bogen. Hoffentlich wird es diesmal was. Ich glaube, wenn es... Also Speedrunning-technisch bin ich, glaube ich, einer der schlechtesten, die es in diesem Spiel geben würde. Wenn ich es versuchen würde. Okay, was passiert denn, wenn ich jetzt durch diese komische Tür laufe? Lande ich wieder am Anfang. Ja, das dachte ich mir schon, deswegen hat das nicht wirklich viel Sinn. Ich meine, ich könnte doch genauso gut zurückgehen. Was macht das für einen Unterschied? Wirklich viel abkürzen tut man damit jetzt auch nicht. Da komme ich nicht rauf. Also ich habe die Bomben ja rübergetragen. Jetzt muss ich selber einfach nur einmal darüber. Also einfach ist gut. Mann, shit. So, irgendwie... Diese Tür müsste deaktiviert hier werden. Bis an sich gehen ja alle Bob-Oms brav hier durch. Ist doch cool. Ja, aber was muss ich denn jetzt machen? Ich muss ja zum nächsten Raum, den ich aber irgendwie nicht betreten kann. Das verstehe ich jetzt nicht so. Wisst ihr, das ist so... gerade das, wo ich ein bisschen festhänge. Tja, oh, wartet. Oder? Doch, eigentlich bin ich ja nicht... Doch, eigentlich will ich hier lang. Oder? Ich versuche jetzt aus der Karte schlau zu werden, aber... bringt es jetzt auch nicht. Nochmal hier entlang. Ich meine, es gibt hier diesen Raum hier, aber ist er echt nur dazu da, um da wieder rauszukommen? Ich meine, klar, wir haben diese kleine Cutscene hier. Und wir müssen hier die drauf landen lassen. Hier klettern kann man nicht. Hierher springen kann man nicht. Hier klappt gar nichts. Deswegen verstehe ich gar nicht. Irgendwie hänge ich gerade ein bisschen fest. Ich frage mich, ob das anderen auch schon passiert ist. Dass sie an dieser Stelle hier nicht mehr weiter wissen. Weil ich bin gerade ein bisschen aus... keine Ahnung. Überfragt. Darüber würde ich... Ach, spring doch, du Miststück. Okay, jetzt nicht kämpfen. Gut. Darauf kommst du ja nicht an. Ich meine, ich könnte noch 10 Mal mehr in der Lava landen, aber jetzt im Kampf habe ich gerade nicht so Bock. Ich versuche ja gerade irgendwie mein Problem zu lösen. Wie zur Hölle komme ich jetzt irgendwie weiter? Die sollten eigentlich dann auch irgendwann hier hinkommen, das tun sie aber nicht. Vielleicht... Okay, ich habe echt nur noch eine Idee, sage ich mal, aber... wenn die nicht klappt, habe ich auch keine Ahnung. Ich modifiziere noch ein bisschen, wie die hier... herspringen, weil die landen ja hier oben, aber vielleicht kann ich ja machen, dass sie weiter unten landen. Oh. Ah, scheiße, das... Oh mein Gott. Ich habe nur einmal hier drauf drücken müssen. Und das war's dann. Super. Gut, dann können wir es jetzt wieder nach oben bringen. Jetzt kann ich auch hier rüber. Shit, Rätsel gelöst. Da hätte ruhig ein bisschen schneller gehen können. Aber okay, besser als gar nicht. Ich will mal gucken, ob da Items sind, aber ich glaube, das sind auch Items, oder? Ne, hier ist nur ein Durchgang. Und hier sind Items, okay. Und ein Gegner auch. Uah. Schallgeil auf einem Kettenhund. Gut, dann weiter im Text. Ja, okay, ich habe verstanden. Gut, das kann man auch überspringen. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Da ist noch was. Jetzt, wenn ich den aktiviere, dann macht er wahrscheinlich den Block kaputt. Aber ich will die Münze haben. Ja. Gut, hier gibt es auch wieder einen oberen und einen unteren Weg. Das heißt, ich muss hier erstmal darauf achten, ob ich hier das Richtige mache. Scheiße, muss ich die jetzt hoch oder runter tun? Ne, hoch kann ich hier gar nicht tun anscheinend. Oder doch? Also wenn hier jetzt eine Cutscene kommt, dann wird das wohl das Richtige sein.
Damit öffnen wir schon mal hier das. Okay, da gibt es Items. Das ist cool. Aber nicht ganz das, was ja erzweckt werden soll. Wenn ich beide aktiviere, dann... Moment, nur mal gucken. Gehen die wirklich jetzt... Nein, die gehen nirgendwo hin. Seht ihr? Verkackt, Mann. Die habe ich das eben gemacht. Jetzt gehen die oben lang. Oder sollten die unten lang? Sollten die nicht eigentlich unten lang? Hab's vergessen. Lassen wir es jetzt mal so. Ich glaube, das hier scheint ganz richtig zu sein. Ich hoffe einfach mal. Und wir versuchen jetzt einfach wieder zu gehen. Nein, danke. So, wir kriegen es schon irgendwie hin. Ich meine, ja, das sieht super aus. Jetzt müssen wir es nur noch dahin kriegen und dann schaffen wir es auch in die nächste Traumwelt. Aber vorher will ich mir schon diese einen Items sehr ergaunern, die ich hier irgendwie freigeschaltet habe. Also nochmal hier lang. Den Weg kennen wir jetzt langsam schon ziemlich gut. Ja. Aber diesmal macht das auch einen Sinn, dass wir hier langlaufen. Deswegen ist alles gut. Ey, du sollst den... Ja, genau. Rennen. In dem Boden bauen, nicht klein machen. Und dann fressen wir natürlich auch die Bohnen. So, yeah. Nice. Okay, und dann können wir uns, glaube ich, dem letzten Schritt widmen. Nein. Ich glaube, hier bin ich noch nicht richtig. Wow. Ich hatte ein bisschen Angst vor dem Feuerball. Aber lieber so, als sich erwischen lassen. Ja. Ja, ja, ich weiß. Gut, dass man das überspringen kann. Das finde ich ziemlich fair. So, und dann... Oh, das ist sogar gar nicht mal so wenig Geld. Müssen wir wohl den hier aktivieren und dann haben wir es. Ja, endlich. Tausende Bomben gehen hier kaputt. So. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen in den Traum. Und dann, wenn die Gelegenheit es zulässt, mache ich mal ein Päuschen und wir machen im nächsten Part dann weiter. Also, hier kommt jetzt nicht noch... Also klar kommt der was, aber jetzt kommt nämlich direkt was. So, wir sind jetzt hier drin. Was ist denn da? Gegner. Oh Gott, neue Gegner. Items. Okay, diesmal kommen wir wohl da wieder raus. Und müssen wohl links lang. Gut. Dann, liebe Freunde, machen wir das im nächsten Part. Wir klicken hier auf Speichern und speichern das Spiel ab. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Vielleicht ist das nächstes Mal, so und vielleicht nicht der nächste Part, aber wir nähern uns langsam dem großen Finale oder dem großen Ende, auf jeden Fall, gegen Bowser da zu kämpfen. Und ich wäre froh, wenn ihr euch das mit mir anschaut oder ich das spiele und ihr euch anschaut und wir es auf jeden Fall gemeinsam erleben. Also, bis zum nächsten Mal.